sind gerade in Exmouth angekommen und es ist so windig. Es ist bestimmt schon 9 Uhr und es ist echt super, super kalt. Ich glaube, langsam nähern wir uns schon wieder der nächsten Klimagrenze und hier in Shorts ist echt super fresh. Wir fahren jetzt gleich erstmal ins Visitor Center und schauen mal, was es hier so zu entdecken gibt. Wieder an unserem nächsten Spot für heute geschafft, an so ein Lighthouse. Es ist so windig, deswegen verstecke ich mich gerade schon wieder im Auto, dass ihr irgendwas versteht überhaupt. Leute, oh mein Gott, wir haben den absolut schönsten Strand gefunden. Schaut mal! Wir waren gerade schnorcheln auf unserer nächsten Dive-Site. Dive-Site, warum sage ich nicht die Dive-Site? Auf unserer nächsten Schnorchel-Location. Und dann haben wir relativ bald eigentlich zusammen eine Schildkröte gesichtet und mit der sind wir dann ein bisschen rumgeschnorchelt und haben ein paar Bilder gemacht und dann sind wir kurz raus, haben getrocknet und dann haben wir eine andere Area ausprobiert und dann sind wir relativ weit nach vorne geschwommen. Und dann habe ich plötzlich einfach einen fetten Babyhai ungefähr 3-4 Meter von mir gesehen. Ich habe es erst gar nicht gepeilt, dass es ein Hai war. Und ich dachte einfach, das ist ein Riesenfisch, bis ich dann die Haiflosse gesehen habe. Und es war so exciting. Ich habe durch meinen Schnorchel durchgeschrien, Jessie, hoi, hoi. Und sie gleich so, tschüss, weg. Jessie war weg. I'm out of here. Nicht mit mir. Und Ich bin dann nochmal runtergetaucht und habe ein bisschen rumgesucht, aber der ist so schnell weg, der war super schüchtern. Das war auch echt bloß, ich weiß nicht, ich würde sagen, nicht mal einen Meter, wenn überhaupt, einen Meter vielleicht. Also echt nur ein ganz kleiner. Aber so cool einfach. Ich wünschte, ich hätte die GoPro angemacht, aber das ging so schnell und vor ein paar Sekunden, da war ich schon wieder weg. Ich hoffe jetzt, dass wir, wenn wir bei der nächsten Site sind, wir fahren jetzt gleich nochmal woanders hin, dass ich da vielleicht noch mal einen sehe, weil das wäre echt super, super geil. Morgen. Wir haben es jetzt doch nicht mehr auf die nächste Schnorchel-Site geschafft, weil irgendwie was danach kam, war irgendwie nicht mehr so begeisternd, wie was wir vorher hatten. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Nacht über in so einem freakigen Bauernhof, Kettle Station, weiß nicht was, gepennt. Was irgendwie so eine private Unterkunft zum Campen war. Da laufen einfach Pferde vorbei und Schafe und Kühe und weiß nicht was alles noch. So ein bisschen Bauernhof-Urlaub auf Australisch und wir fahren auf jeden Fall jetzt gleich los nach Coral Bay. Bin schon mega, mega gespannt. Man kann da ja mit Walhaien schnorcheln gehen, was wir jetzt nicht machen, weil es echt eine Menge kostet und
weiß nicht, ist glaube ich auch wieder ein bisschen sehr touristisch, aber auf jeden Fall kann man da auch richtig, richtig gut schnorcheln und ich hoffe, dass ich nochmal ein Hai sehe oder irgendwas anderes Cooles und werde euch natürlich wieder mitnehmen. Gerade am Mittagessen machen und wie wir leider schmerzlich feststellen mussten, die Fliegen sind zurückgekehrt. Jessie versteckt sich einfach weiterhin unter ihrem Shirt und es bleibt ein Mysterium, wie wir dieses Lunch heute einnehmen werden. Licht. Oh Leute. So, besser. Guten Morgen. Wir sind jetzt nur noch einen kleinen Stopp von Shark Bay entfernt. Wir haben heute nochmal auf einem kostenlosen Campingplatz gepennt, was unserem Geldbeutel sehr, sehr gut getan hat. Es war aber echt arschkalt. Deswegen trage ich hier auch ein Beanie schon richtig eingemummelt. Außerdem hat sich mein Campingstuhl jetzt vollkommen verflüchtigt. Ich sitze jetzt hier einfach jetzt im Auto rum. Weil der ist so krass gerissen, dass es einfach nicht mehr bequem ist. Upsis. Und genau, deswegen machen wir jetzt hier ein bisschen Brekkie. Und dann fahren wir los nach Shark Bay. Ich bin mega excited. Man kann da scheinbar auch nochmal, glaube ich, schnorcheln. Auf jeden Fall schwimmen. Und es gibt Delfine. Und ja, da nehme ich euch mit.